Buongiorno und willkommen zum nächsten Video. Jetzt aus Deutschland und zwar aus Hamburg, aus dem Invictus Gym von Max, Justin und Kollegen. Ihr kennt das Gym, wir trainieren heute eine Runde Beine. Danach gibt es ein ordentliches Video mit dem Max. Ich habe keine Ahnung, worüber wir sprechen, aber ihr könnt jetzt erstmal eine Runde Beinvideo gucken in dem Invictus Gym in Hamburg. So, Übung Nummer 1 wird heute Leg Extension an der Sideback sein. Ein Gerät, was ich selber noch nie probiert habe. Unheimlich geil. Ich erkläre euch auch warum. Hier hat man in der gedehnten Position die meiste Last, weil das Gewicht fast waagerecht horizontal zum Boden steht. Sobald man das Gewicht hebt, wird es oben etwas leichter. Ich liebe das, wenn ein Gerät so konzipiert ist, dass es in der gedehnten Position ordentlich Last entwickelt. Das machen wir hier. Haben wir 3 bis 4 knackige Arbeitssätze. Ich schaue mal, dass ich ungefähr so 1 Rep in Reserve, 0 Reps in Reserve, also knapp an Failure, 3 bis 4 Mal. Und dann geht es heute an die Nebula Beinpresse. Das ist ein Equipment, was man so in Deutschland kaum findet, ich auch noch nicht gesehen habe. Und ich heute das allererste Mal an dieser besagten Beinpresse trainiere. Warum die so besonders ist, zeige ich euch danach. Jetzt zerlegen wir aber erstmal ein bisschen die Haxen auf dem Beinstrecker. So, bevor es ernst wird, Standard. Dorian Yates. Wenn ihr mal einen Push im Training braucht, das sind die Videos, um die geht's. Geiles Ding, Alter. Ich habe so eine ganz bestimmte Vorstellung von jedem Satz. Und ihr kennt bestimmt, ihr macht 10, 12 Wiederholungen und die ersten 8 sind so relativ leicht. Die kann man gut einfach die Wiederholungen machen. Bis zu dem Moment, wo man einmal kurz langsamer wird, wo man merkt, oh, okay, jetzt geht die Kraft langsam flöten. Und das ist der Moment, wo dieses typische Chunk Volume aufhört und die effektiven Wiederholungen anfangen. Die effektiven Wiederholungen sind am Ende des Trainings das, worum es eigentlich geht. Ich versuche am Ende des Trainings ungefähr 30 plus effektive Wiederholungen zu sammeln, um dann quasi jeden zweiten Tag diese 20, 30 effektiven Wiederholungen rauszukitzeln und zwischenzeitlich, also morgen trainiere ich Oberkörper, in der Zwischenzeit zu regenerieren, sodass ich in der nächsten Session wieder ohne Muskelkater, ohne irgendwie groß Probleme wieder anfangen kann, ordentlich zu ballern. Wichtig ist aber, und das muss ich lernen, wenn ich mehr als 2 Übungen mache, reicht mir die Zeit zwischendurch nicht, um zu recovern. Wie ihr wisst, also ich trainiere jetzt Upper, Lower, Upper, Lower, Upper, Lower, Pause. 6 Tage durch, 3-mal Oberkörper, 3-mal Beine. Und wenn ich da eine Übung zu viel mache oder einen Satz zu intensiv, zieht sich das Ganze bis ins nächste Training und dann muss ich einen Tag Pause einlegen. Sonst schaffe ich es nicht zu recovern zur nächsten Session. Ja, Off-Season hat seine Vor- und Nachteile. Zu den Nachteilen gehören auf jeden Fall Schuhe anziehen, Socken anziehen, Bandagen anziehen, generell entkleiden, ankleiden, aus dem Bett aufstehen, spazieren gehen, eigentlich alles. Ich habe jetzt knapp 30 Kilo mehr als vor 4 Monaten. Das merke ich schon. Könnt ihr euch vorstellen, ich schneide euch so einen 30 Kilo Rucksack auf bei allem, was ihr macht. Und so die typischen Sachen, man stützt sich auf einem Arm ab, um zum Beispiel ins Bett zu steigen oder aus dem Bett zu steigen. Das sind einfach 30 Kilo pro Arm mehr. Also bin schon ein paar Mal ziemlich erschrocken, wie schwer mein Körper tatsächlich geworden ist. Und das merkt man auch ein bisschen an der Puste. Also nach dem Schuh anziehen bin ich aus der Puste tatsächlich. Wenn ich irgendwie einen Einkauf die Treppen hochtrage, bin ich aus der Puste. Und es wird sich die nächste Zeit erstmal nicht verändern. Solange bis ich wieder auf Diät gehe. Dauert aber noch ein bisschen. So, das hier ist das gute Stück, die Nebula Beinpresse, die man im Rest von Deutschland wahrscheinlich eher nicht findet. Und das Tolle an der ist, die hat nur 35 Grad, also 35 Grad Neigung. Die normalen typischen Beinpressen haben 45 Grad, die sind ein bisschen steiler. In Waldorf haben wir zum Beispiel eine 70 Grad Beinpresse, die ist unglaublich schwer. Da platzt dir der Arsch bei 300 Kilo. Ich habe jetzt hier, was sind das? 160 plus Schlitten, das ist vielleicht 200 Kilo oder was. Und ich zeige euch einmal, was ich meine mit
man findet so keine weitere Beinpresse. Der Bewegungsradius ist so unglaublich gut. Ihr kommt quasi mit der Hacke bis zum Arsch runter. Auch wenn du 120 Kilo bist und fett bist. Hier kann man noch die Sicherung verstellen. Ich werde das heute aus Sicherheitsgründen mit Deadstop machen. Dass wenn ich in Failure komme, dass mich das Ding nicht zerdrückt, sondern dass es auf der Sicherung hier liegt. Aber ich zeige euch mal, wie tief man hier kommt. Und es geht noch tiefer. Da laden wir das Gewicht auf. Und dann knallen wir weg die Luzi. Dieser Faktor von Range of Motion ist bei der Beinpresse einfach unglaublich gut. Stellt euch mal vor, ihr sitzt in der Beinpresse, ihr habt Gewicht drauf und der Muskel ist beladen mit Gewicht. Und jetzt geht ihr nach unten, langsam, geführt. Und ihr merkt, wie der Muskel auf Spannung sich immer mehr ausdehnt und dehnt und dehnt. Und da kommt ihr an den Punkt, wo ihr so ungefähr bei der maximalen Dehnung seid. Und die Maschine hier gibt dir die Möglichkeit, noch ein kleines Stück weiter in die Dehnung zu gehen. Und es fühlt sich an, als ob dein Muskel gleich zerreißt und in alle Himmelsrichtungen explodiert. Und dann sammelst du Kraft und schiebst das Ding raus und führst es wieder kontrolliert nach unten. Gehst in die Dehnung auf voller Last und das für Rep, für Rep, für Rep. Geiles Ding. Ich kann meine Beine nicht mehr richtig strecken. Ich humpel gerade schon wie Quasimodo, ist echt krank. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, an den Geräten zu trainieren, unbedingt. Cybex, Beinstrecker, Nebula, Beinpresse, Feierabend das Ding. Wenn irgendwann mal der Tag kommt, wo ich mein eigenes Gym baue, werden die beiden Dinge auf jeden Fall mit drin stehen. Jetzt kommt Beinbeugen im Sitzen, absolute Lieblingsübung für den Beinbeuger. Weil sitzend, weil Vordehnung über die Hüfte, da haben wir ein bisschen mehr Schub, ein bisschen mehr Last in gedehnter Position. Das Ganze auch, machen wir so ein, zwei Warm-Up-Sets, drei, vier richtige knackige Arbeitssätze, dann kommen wir zur letzten Übung. Das werden so Deadlift-mäßige, ich weiß noch nicht, ob es dann Kurzhanteln, Maschine, Smith. Ich habe eine Belt-Squat gesehen, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Anyway, dann machen wir es jetzt noch ein bisschen warm. Ich muss mal ein bisschen aufpassen. Ich habe mich jetzt schon dreimal am rechten Beinbeuger verletzt. Das will ich vermeiden. Also lieber einen Satz extra warm machen und nicht dumm irgendwie Gewicht bewegen. Ich habe jetzt gar keinen Bock, mit den neu gewonnenen Muskeln irgendwie Schund zu betreiben und mich da zu verletzen. Das würde meine Aufbauphase quasi sofort beenden. Das wollen wir vermeiden. So, Cybex. Schauen wir mal, was die kann. Oh, scheiße, meine Beine, Alter. Ich komme hier fast nicht mehr ins Gerät rein, weil die so dick sind. Ah, shit. Nach vorne gebeugt, mehr Stretch. Eine 1.000.000% kriege ich Muskelkater morgen. So was darf eigentlich nicht passieren. Ich bin aber auch nur Mensch. Und wenn man mal in so einem Fitnessstudio trainiert, ist das vollkommen in Ordnung, wenn man mal einen Satz mehr macht. Ich habe mich entschieden. Es wird dieses Ding hier. Wie heißt das Gerät? Ground Base Quad Lunge. Ja, wir machen aber keine Squat. Wir machen Stiff Leg Deadlifts oder sowas in der Art. Ich finde es ganz cool. Das geht nicht ganz linear nach unten, sondern das zieht dich so ein bisschen mit nach vorne. Und da habe ich ein ziemlich geiles Muskelgefühl und einen ziemlich guten Stretch. Ich muss nur, wie gesagt, aufpassen, dass ich mich hier nicht verletze. Der Beinbeuger ist jetzt ordentlich gepumpt, da ist ordentlich Blut drin, ordentlich Spannung. Und die Übung hier lebt davon, wie tief man tatsächlich in die Dehnung geht. Und ein vollgepumpter Muskel in der Dehnung mit Gewicht obendrauf
da gibt es sehr viel Platz für nette kleine Verletzungen. Deswegen immer schön mit Gehirn, Ego vor der Tür parken, wenn es geht. Ich weiß, es ist eine Übung, da kann man schön viel Gewicht aufladen und es macht auch Spaß und es ist geil, so für, wie sagt man, Maskulinität, aber für so einen kaputten Muskel ist es halt nicht so gut. Das ist immer mein legendäres Gewicht. 120 Kilo ist immer das Gewicht, wo ich mich verletzt habe. Dritter Satz, 120 Kilo, siebte Wiederholung. Immer, dreimal schon. Verrückte, verrückte, unglückbringende Zahl. Aber der war ganz gut. Davon gibt es jetzt noch drei Stück. Und dann ist das Training auch schon durch. Dann gibt es eine Runde Post-Workout. Freue ich mich drauf. Es gab leider keine Rice Krispies, also habe ich mir Lion Cereals geholt. Lion Cereals ist schon seit meinen Kindheitstagen mein absolutes Lieblingsmüsli. Ja, es ist Müsli, nicht Cornflakes. Nein, keine Cornflakes. In meiner Welt ist das Müsli. Muss man auch mal sagen. Ganz, 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 ganz dickes Shoutout an Climax. Die Griffhilfen, die Kniebandagen, die machen echt super, super solides Trainingsequipment. Climax nutze ich jetzt schon seit 6, 7, 8 Jahren oder so. Seit Climax in Deutschland verfügbar ist, habe ich die Grips, glaube ich. Das müsste schon gute 6, 7, 8 Jahre her sein. Also, wisst ihr Bescheid. Code Mike15 ist jetzt übrigens freigeschaltet. Kriegt ihr 15% auf den ganzen Spaß. Da ist er. Mein Physik-Profi. Kollege, kann man sagen. Schön, dass Hamburg, da habe ich gehört. Ja, wir sind hier hingezogen. Und ja, ein Grund, wieso wir hingezogen sind, tatsächlich ist das Gym auch hier. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, wirklich. Dann sieht man solche Athleten jeden Tag hier. Ich freue mich, dass du da bist. Leider nicht, muss aber gestehen, wenn ich in Deutschland leben würde, würde es mich auch, glaube ich, mittlerweile nach Hamburg verschlagen. Ja. Ja, weil das hier ist so langsam Deutschland-Mekka für Bodybuilding. Tatsächlich. Rennen ganz schön viele gute Haben Jungs die Jungs rum. Geschafft. Ja, da steht noch so einer. Komm mal rüber. Zwillingsbruder. Zwillingsbruder. Das ist übrigens, pass auf, gibt eine lustige Geschichte. Der Arthur hier, den habe ich in Dubai kennengelernt, zufälligerweise. Und später, als wir das zweite Mal in Dubai waren, haben wir in seiner Bude gelebt. Also die Geil. Wohnung, die ihr gesehen habt, in den Stories, war seine Bude. Und jetzt kommen wir nach Deutschland und ratet mal, wo wir wieder wohnen. Bei Arthur. Cool, ey. Ja, doch. Arta ist übrigens auch der Typ, von dem ich häufiger mal spreche, wenn es um unsere Classic-Physik-Zukunft geht. Auch wenn er aussieht wie 35, ist er nicht. Wie alt bist du? Bist noch jung, ne? 24. 24. Was für ein Baujahr, Digga? 99? 99er. Digga! Aber ich bin noch 90er-Kind. Ich habe die 90er noch erlebt. Immerhin. Hast du Dragon Ball geguckt? Klar. Okay, das war's schon. Mehr Fragen habe ich nicht. Alles klar. Okay. Oh, Leute, bevor ich vergesse, aktuell gibt es 20% auf alle Produkte bei Peak. Code Mike kriegt ihr 20%. Und außerdem supportet ihr da noch ein bisschen. Also wenn ihr ein bisschen Liebe da lassen wollt, bei Peak für 20% einkaufen. Wisst ihr Bescheid. Generell, wenn ihr irgendwas sehen wollt, rund um Training, Off-Season, egal was, Kommentarbox gehört euch. Dafür sind die Videos da. Die machen wir letzten Endes für euch. Ich hoffe auch, dass euch das Video hier gefällt. Falls ihr das Invictus Gym in Hamburg noch nicht gesehen habt, dann unbedingt mal abchecken. Ich mache jetzt meinen letzten Satz und dann gibt's Post-Workout. Die Assis da geben sich's auch schon ordentlich. Wichtig. Arthur und ich machen einen kleinen Ausflug am Samstag zum netten Erdem. Erdem Dül, der noch ein riesen, riesen Bekannter ist von, ich kenne Erdem jetzt schon seit 10 Jahren oder so. Warst du schon mal in Rinteln? Ja, wir haben damals in diesem Dachboden trainiert
mit ihm zusammen, aber das ist jetzt schon wieder 4 Jahre her. Aber guck mal, Rinteln ist so klein, dass selbst die Kühe weg sind. Das ist nicht mal ein Kuhdorf mehr. Ja, sie sind ja auch abgehauen. Du kommst so rein, du siehst nichts so. Und dann hast du da so ein Fenster und da siehst du dann Erdem, so ein Schwarzkanaken, weißt du? Ja, auf Erdem freue ich mich mega. Hab den jetzt schon einige Jahre nicht mehr gesehen. Erdem hat eine neue Lebensrichtung eingeschlagen, so kann man das sagen, glaube ich. Sehr, sehr erfolgreicher Coach und mittlerweile auch ein eigenes Gym. Und da fahren Arthur und ich hin. Und das wird natürlich auch gefilmt für euch. Trainieren Arthur und ich hoffentlich zusammen. Vielleicht darf ich einmal mit ihm zusammen trainieren. Das wäre echt eine Ehre. Das wäre echt, also wenn er sich erbarmt, einmal seine Zeit für mich zu opfern, das wäre echt schön. Ich gucke mal im Kalender, ob ich das machen lasse. Ja, geht das? Ja, ja. Und ich buche dann Termin ein. Ich frage meine Assistentin, dass sie das einbucht. Das wäre nett. Soll ich nochmal mit der Assistentin, deiner Assistentin sprechen? Das ist gut. Na? Das kriegen wir schon. Das wäre echt schön. Das ist eine Freundschaftsbonus. Weißt du, dann hat sich mein Deutschlandaufenthalt wenigstens gelohnt. So, liebe Leute, das war's jetzt mit dem Training im Invictus in Hamburg. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ihr mal Bock habt auf eine richtig gute Session und ein richtig geiles Gym in Deutschland, dann kommt mal nach Hamburg, checkt das Invictus Gym ab, schreibt dem Max zuvor auf Instagram, geht ihm ein bisschen auf die Nerven. Ihr wisst Bescheid, Kommentarbox gehört euch. Checkt in der Beschreibung mal den Link ab. Sagt, 20% gibt's aktuell auf die Peak-Produkte. Mich gibt's jetzt White Coco Schoko, a.k.a. Raffaello, mit meinen Lieblings-Müsli-Dingern, Lion Cereals. Das war's, wir sehen uns beim nächsten Mal. Adios.